Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Fernraids. Niantic hat nun angekündigt, was sich daran ändern wird. Erstmal, die Änderung kommt erst am 6. April um 20 Uhr mitteleuropäische Uhrzeit. Wir bekommen im Shop eine Änderung. Die Preise werden sich ändern. Drei Fernraid-Pässe kosten dann 525 Münzen. Das heißt, ein Fernraid-Pass sind dann im Wert von 175 Münzen. Ein einzelner Fernraid-Pass kostet im Shop 195 Münzen und es wird ganz neu drei Premium-Raid-Pässe im Shop geben für 250 Münzen. Das würde bedeuten, ein Premium-Kampfpass kostet dann 83 Münzen. Zusätzlich zu der Preisänderung gibt es aber auch ein Limit. Ihr könnt gar nicht mehr Raids machen zu einem teureren Preis, sondern ihr dürft nur maximal 5 machen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber bei Events können sie das erhöhen. Naja, es gibt einige Dinge, die Niantic bei irgendwelchen Events erhöhen würde. Aber irgendwie haben wir schon lange nichts mehr davon gesehen. Daher ist das hier nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Seen-Trio wieder in die Raids kommt, dass wir dann vielleicht 10 pro Tag machen dürfen, statt nur 5. Eine kleine positive Sache gibt es aber dann doch, würde ich sagen. Ein Fernraid-Pass kann im Feldforschungsdurchbruch sein. Nur die Wahrscheinlichkeit ist halt so hoch wie ein Einalstein zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon gewisse Dinge aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen habt, die ihr auch wirklich haben wolltet. Also ich gehe nicht davon aus, dass ihr jede Woche einen Fernraid-Pass bekommt. Aber vielleicht habt ihr ja Glück, dass ihr innerhalb einer Jahreszeit vielleicht einmal in den Genuss kommt, diesen zu erhalten. Solltet ihr den aber überhaupt nicht einsetzen, könnt ihr nur maximal 3 Stück im Inventar haben. Und wenn ihr dann wieder in den Genuss kommt, einen Fernraid-Pass zu erhalten, dann wird dieser einfach umgewandelt in einen Premium-Raid-Pass. Also das heißt, man geht dann nicht einfach leer aus, sondern Niantic wandelt einfach den Pass dann um. Wenn ihr aber in den Shop geht, könnt ihr maximal 5 besitzen. Das heißt, wenn ihr 2 Fernraid-Pässe im Beutel habt, könnt ihr trotzdem das Dreierpaket kaufen, damit ihr 5 im Beutel habt. Aber dann ist erstmal wieder Schluss. Interessanterweise hat Niantic noch angekündigt, dass wir mehr XL-Bonbons aus den Fünfer-Raids bekommen. Da bin ich mal gespannt, was das genau bedeutet. Leider steht es ja nicht dabei, wie viele XL-Bonbons das jetzt genau sind. Sagen wir mal, grundsätzlich bekommt man ja 3 XL-Bonbons. Und von mir aus, sagen wir mal, man hat echt die Möglichkeit, so 7 XL-Bonbons zu bekommen bei jedem Raid. Egal, ob von der Ferne oder nicht. Und ihr macht jetzt, sagen wir mal, jeden Tag innerhalb einer Woche 6 Raids. 5 von der Ferne, 1 vor Ort. Dann habt ihr am Ende nach einer Woche 294 XL-Bonbons. Das wäre ja richtig gut. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wenn Niantic das wirklich so krass erhöht, dass sie es nicht möchten, dass man ein legendäres Pokémon innerhalb einer Woche auf Level 50 pushen kann. Das klingt jetzt aber hier irgendwie anders. Aber wenn Sie die XL-Bonbons einfach von 3 auf 4 ändern, dann hätten Sie sich diesen Satz hier einfach sparen können. Trotzdem ist das keine Garantie, wenn Niantic schreibt, es gibt eine Erhöhung plus 1 ist eine Erhöhung. Das ist Fakt. Aber behaltet einfach mal im Hinterkopf, wenn es wirklich machbar wäre, 7 oder mehr XL-Bonbons aus einem einzigen Raid zu bekommen, dann wäre es sogar einfacher, ein Pokémon auf Level 50 zu pushen, weil man einfach genügend XL-Bonbons bekommt. Was möchte Niantic erreichen? Niantic möchte einfach zu 2017 zurück, als es die Fernraid-Pässe noch gar nicht gegeben hat. Ich glaube, wenn es nach Niantic gehen würde, also wirklich 100% nach Niantic, würden sie wahrscheinlich sogar das Fernraid-Feature komplett entfernen. Sie haben aber gemerkt, dass das tatsächlich mehr Leute nutzen können, also mehr Trainer haben die Möglichkeit, das legendäre Pokémon aus einem Fünfer-Raid zu ziehen, als vorher. Vorher war das ja nur für die Leute möglich, die es tatsächlich geschafft haben, erstens genügend Leute vor Ort zu haben und zweitens auch genügend Arenen haben, um überhaupt an einem Fünfer-Raid zu kommen. Wer nur eine einzige Arena hat und möchte jeden Tag einen Fünfer-Raid machen, wird es nicht funktionieren. Wenn ich das gerade so richtig im Kopf habe. Also man müsste ja schließlich morgens um 6 Uhr aufstehen, gucken, ob da ein Fünferraid drauf ist.
Dann gibt es ja noch die Downtime. Also wenn ein Raid vorbei ist, dann kann eine ganze Weile an der Arena kein Raid mehr auftauchen. Wenn man diese Zeit abgewartet hat, kommt vielleicht ein neues Ei. Nicht zu 100%, sondern nur vielleicht. Und dann auch vielleicht auch zeitverzögert. Dann kommt vielleicht ein 1er-Ei. Dann gibt es wieder diese Downtime. Dann kommt das nächste 3er-Ei. Und dann gibt es wieder die Downtime. Und irgendwann ist es dann 18 Uhr und ihr habt immer noch kein 5er-Raid gemacht. In einem Interview hat Niantic so verlauten lassen, dass sie quasi das Gleichgewicht vom Spiel beibehalten wollen. Und Gleichgewicht wäre, dass man nicht nur Raids spielt. Also das Spiel besteht nicht nur aus Raids. Hä, was? Man kann auch noch was anderes machen außer Raids? Niantic, das habt ihr mir irgendwie nicht erzählt. Doch, doch. Also es gibt schon einige Features, die ich euch auch alle vorgestellt habe. Aber ja, wenn man mal überlegt, sagen wir mal, man macht nur noch vor Ort Raids, schafft es jeden Tag seinen täglichen Pass auszugeben und vielleicht an den ein oder anderen Tagen vielleicht auch mal ein paar Premium-Raid-Pässe, um vielleicht eine Raid-Stunde mitzumachen und am Wochenende vielleicht mehr als 3 Raids zu machen. Dann sind wir bei, sagen wir mal, 20 Raids. Mit 20 Raids habt ihr vielleicht Glück, ein Shiny zu bekommen, aber das 100er ist vielleicht noch lange nicht dabei. Aber Forever Game, ihr sollt ja einfach beim nächsten Mal, wenn das Pokémon wiederkommt, ja, dann nochmal die Chance nutzen, um gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Und ich denke, das hat sich Niantic hier eigentlich gewünscht. Wenn ich eine Verschwörungstheoretikerin wäre, würde ich jetzt sagen, in Wirklichkeit möchte Niantic gerne Bewegungsdaten sammeln. Mit Bewegungsdaten kann man bestimmt auch eine ganze Menge machen und die sind verdammt viel wert. Vielleicht sogar mehr wert als ein Fernraid-Pass. Ich könnte es mir vorstellen und ich würde es ziemlich krass finden, wenn es wirklich so wäre, wenn Niantic in Wirklichkeit mehr Geld verdienen würde, wenn einfach nur, sagen wir mal, die Hälfte der Spieler, die aktuell viel zu viele Fernraids benutzen, einfach vor Ort spielen. Niantic verspricht immer noch, dass Campfire auf der ganzen Welt ausgerollt wird und ohne Einladung genutzt werden kann. Der Spruch ist irgendwie langsam in die Jahre gekommen. Ich glaube, das ist jetzt bald schon ein Jahr her, als Niantic uns das erste Mal versprochen hat, dass das irgendwann mal ausgerollt wird. Bin ja mal gespannt, wann es endlich soweit ist, dass jeder Campfire benutzen kann. Niantic ist bewusst, dass sie am Anfang nach dieser Änderung weniger Umsatz machen werden. Sie glauben aber, dass wenn wieder genügend Leute vor Ort spielen, dass sich das dann ausgleicht. Ja, wahrscheinlich, weil die Bewegungsdaten einfach mehr wert sind. Okay. Wie sieht's denn mit der Community aus? Was möchte denn die Community? Was wird da gesehen? Welche Bedenken gibt es? Also für mich gibt es vor allem eine Sache. Die Leute, die zuvor vielleicht sowieso ihre GPS-Daten verfälscht haben, um Pokémon Go zu spielen, nennt sich auch Spoofen, dass die einfach wieder spoofen werden, weil es ja dann günstiger und für die macht das überhaupt keinen Unterschied. Sie werden trotzdem zu Hause bleiben. Die werden trotzdem nicht das Haus verlassen. Die Community wünscht sich, dass es einfach mehr Raids vor Ort gibt, bessere Belohnungen oder vielleicht, dass man einfach Raid-Pässe irgendwie ansammeln kann, damit man vielleicht am Wochenende dann nicht nur ein Raid, nicht nur 2 Raids, sondern vielleicht 3 bis 4 Raids machen kann. Dann würde man auch vor Ort etwas mehr raiden, aber das Grundproblem besteht dann immer noch, dass es eigentlich zu wenig Raids gibt vor Ort. So, dass es dann tatsächlich sein kann, dass man vor Ort in der Stadt ist und man findet einfach keinen Raid, den man machen möchte. Einige Trainer können sich jetzt nicht vorstellen, wie sie jetzt dann noch Pokémon Go weiterspielen. Bin gespannt, was da jetzt sich genau entwickelt. Für mich ändert sich gar nichts. Ich habe den Fernraid-Pass schon seit einiger Zeit aus meinem Inventar quasi gestrichen. Ich habe keine neue gekauft. Und ich raide und versuche möglichst vor Ort zu raiden. Lade euch natürlich immer gerne zu meinen Raids ein. Jetzt möchte ich aber von euch wissen, was ihr von diesem Thema haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bitte beleidigt euch nicht gegenseitig. Beleidigt auch nicht Niantic. Niantic möchte das halt so durchziehen. Und sollen sie doch sehen, was sie davon genau haben, wenn natürlich die Spielerlandschaft leider noch weiter schrumpft.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!